von der Natura Akademie in Brixenstadt-Laub und ich freue mich, heute mit Herrn Roland Medner sprechen zu dürfen. Herr Medner, wie lange führen Sie schon Ihre Praxis und was haben Sie vor Ihrer therapeutischen Arbeit beruflich gemacht? Vor ungefähr 30 Jahren habe ich angefangen, Homöopathie zu lernen. Praxis jetzt ungefähr 25, 27 Jahre. In meinem ersten Beruf habe ich eine Ausbildung als Sozialpädagoge gemacht an der Fachhochschule in Frankfurt. Und ich habe dann im sozialpsychiatrischen Bereich gearbeitet. Ich habe relativ schnell gemerkt, dass die Tätigkeit mich nicht ausfüllt. Im Grunde genommen habe ich damals nach einer Berufung gesucht. Und ich habe schnell gemerkt, dass als Sozialpädagoge ich den Menschen nicht wirklich helfen kann. Über verschiedene Zufälle bin ich dann zur Homöopathie gekommen. Habe dann in Hamburg eine dreijährige Homöopathieausbildung gemacht. Und hatte das Glück, gleich mit Gerhard Rösch einen guten Homöopathielehrer in dieser Ausbildung zu haben, sodass ich mich relativ früh entschieden habe, mich auf Homöopathie zu konzentrieren. Sie sind ja auch Dozent. Was hat Sie zur Lehre gebracht und was unterrichten Sie? Das kam so nach und nach. Es fing an, dass damals vor über 25 Jahren in Hamburg sich eine neue Homöopathieschule bildete und ich Teil dieses Dozententeams war. Dann hat mich mein Lehrer Gerhard Risch eben gefragt, ob ich an der Heilpraktikerschule Homöopathie unterrichte. Ich habe dann auch die Supervision der Fälle im Ambulatorium übernommen. Dann hat er mich gefragt in seiner Akademie, wo er der Schulleiter war, der Klinik von Bönninghausen Akademie, ob ich unterrichte. Und so kam das sozusagen nach und nach immer mehr Schulen, die angefragt haben, auch mit Seminaren. Und so unterrichte ich eben. Ein großer Teil meiner Zeit ist auch Unterrichtstätigkeit. Seit 10 Jahren etwa bin ich mit Michael Leisten zusammen Hauptdozent an der Homöopathieakademie in Laub. Und von den ungefähr 36 Unterrichtswochenenden unterrichte ich ungefähr die Hälfte, 15, 16 Wochen. Was verbindet Sie ansonsten mit der Naturakademie in Laub? Ich habe ja in dieser über 25-jährigen Unterrichtstätigkeit viele Homöopathieschulen erlebt, viele verschiedene Methoden, Richtungen. Und in Laub habe ich halt eine einzigartige Kombination gefunden aus einerseits professioneller Didaktik, praxisorientiertem Curriculum, sehr schöne Unterrichtsatmosphäre durch die Unterrichtsräume, großzügigen, in der Natur gelegenen Unterrichtsräume, die liebevolle Fürsorge der Studenten, ist sozusagen an Kleinigkeiten fehlt es ihnen nicht, ob das Blumen sind, ob das das Essen ist, irgendwie einfach eine tolle Betreuung und letztendlich eine ganz besondere Kombination aus, dass einerseits das klassisch Bewährte der verlässlichen Homöopathen bewahrt wird, auf der anderen Seite ein starker forschender wissenschaftlicher Geist besteht und das ist eine einzigartige Kombination, die ich halt sonst bei anderen Schulen bisher so nicht gefunden habe. Was möchten Sie Therapeuten mit auf den Weg geben, die sich mit den Gedanken tragen, eine homöopathische Ausbildung zu starten? Im Grunde genommen kann ich sagen, dass nach all diesen Jahren es eigentlich keinen schöneren Beruf gibt als Homöopath. Man hat mit ganz vielfältigen Erkrankungen zu tun. Natürlich sind die Patienten nicht immer einfach. Man braucht Geduld mit den Menschen, mit ihren Entwicklungen. Man braucht sicher, um die Homöopathie zu machen, irgendwie viel Fleiß, Geduld mit sich und mit anderen. Man darf eigentlich sein Leben lang lernen. Und das hält einen wach, lebendig und ich kann mir nichts Schöneres vorstellen und denke, dass es ein tief befriedigender Beruf ist, mit dem man glücklich werden kann.